Und jetzt bei uns Herr Jens Seil von der CDU. Hallo. Ich habe ein paar Fragen an Sie vorbereitet. Ja, gerne. Wie sieht Ihr Tagesablauf als Politiker aus? Bei uns im Rat, ich komme ja aus dem Rat der Stadt Hannover, sieht das als Fraktionsvorsitzender aus, dass ich morgens vorm Frühstück schon drei Tageszeitungen lese, um erstmal festzustellen, was ist eigentlich so los, was gibt es an wichtigen Themen. Da lese ich vor allen Dingen auch das, was im Hannover-Teil steht, aber auch im Politikteil. Dann frühstücke ich, dann mache ich mich auf den Weg zur Arbeit und auf diesem Weg zur Arbeit telefoniere ich schon mit meinem Geschäftsführer. Ich habe so ein paar Mitarbeiter, die mich unterstützen und bespreche mit dem, was für den Tag so anliegt. Ja, vormittags arbeitet man dann ein bisschen, Akten lesen, das Übliche, was man so kennt, Mails beantworten, Briefe schreiben. Ja, und ab mittags rufen dann deine Kolleginnen und Kollegen von der Presse schon wieder an und fragen dann nach, was denn so an wichtigen Themen ist. Und dann besprechen wir das quasi für die Zeitung des nächsten Tages. Nachmittags sind dann meistens Sitzungen, Ausschusssitzungen, wo es dann um verschiedene Themen geht. Ja, und abends sind dann meistens noch Abendveranstaltungen, nette Gespräche, manchmal unnette Gespräche. Also der Tag ist so von morgens bis abends ausgefüllt. Wann haben Sie das erste Mal Interesse an der Politik gezeigt? Das war relativ früh, so mit 10, 11 Jahren, als mein Opa mir damals vom Krieg erzählt hat und erzählt hat, wie schrecklich das in seiner Jugend war. Da ist bei mir der Gedanke gereift, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Also es war, da war ich so 10, 11 Jahre alt. Okay. Und wofür steht die CDU ganz im Allgemeinen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Jetzt könnte ich natürlich das ganze Parteiprogramm runterrattern, aber ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht. Also die CDU steht für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, nämlich dass jeder hier seine Meinung sagen kann, dass jeder hier so leben kann, wie er möchte, solange er nicht die Rechte von jemand anderem verletzt. Ne? Also kann mich hier durch die Straßen ziehen und jemanden dauernd hauen. Das geht natürlich dann nicht, aber ich kann durch die Straßen ziehen und singen. Dafür stehen wir. Und wir stehen auch dafür, dass jeder Mensch, der verfolgt ist, hier Recht hat, herkommen zu dürfen, um quasi vor der Verfolgung zu fliehen. Ja, und letztlich stehen wir auch dafür, dass wir hier in Sicherheit leben können. Nämlich, es gibt immer wieder Menschen, die uns leider bedrohen, sowohl von innen als auch von außen. Kennt man ja sicher aus der Schule auch, gibt manchmal so nicht so nette. Und dafür stehen wir im Allgemeinen. Okay, und was würde die CDU so für mich als Kind tun? Oh, die CDU tut schon mal eine ganze Menge für Kinder. Also das Problem ist natürlich, dass viel, das wir in der Politik beschließen, hat mit Geld zu tun. Ja, und Geld verdienen ja eigentlich deine Eltern. Da geht es natürlich darum in erster Linie, dass es deinen Eltern gut geht, dass sie dir Dinge ermöglichen können. Ja, also dass du beispielsweise in die Schule gehen kannst, dass du auf eine Klassenfahrt mitgehen kannst, dass du deine Hobbys finanzieren kannst. Also da gibt es ganz schreckliche Worte, die nennen sich zum Beispiel Kinderfreibeträge. Ja, das bedeutet, wenn deine Eltern arbeiten und Steuern zahlen, dann können sie am Jahresende so einen Steuerausgleich machen, auch ziemlich furchtbar, auch für mich als Politiker. Ich verstehe es auch oft genug nicht. Und dann gibt es sowas wie einen Kinderfreibetrag sozusagen. Das heißt, der Staat unterstützt dann, das heißt, deine Eltern müssen weniger Steuern bezahlen als die, die keine Kinder haben, weil sie ja auch letztlich mehr Leute durchfüttern müssen. Ne? Denn je mehr Kinder man hat, desto teurer ist so das Leben. Das merkst du wahrscheinlich, wenn du einkaufen gehst mit deinen Eltern. Wenn du alleine gehst, würdest du weniger an Wagen tun. Und von daher ist das ein wichtiges Thema. Aber ein weiteres ist auch das Thema Kindergeld beispielsweise. Da zahlt der Staat Kindergeld an alle, die Kinder haben. Und auch das wollen wir nach der Bundestagswahl erhöhen. Okay. Und was ist der Unterschied zwischen CDU und CSU? Das ist relativ einfach. Die CDU gibt es überall in Deutschland, außer in Bayern. Ja, in Bayern gibt es die CSU. Das ist eine Besonderheit, hat auch mit dem Krieg zu tun, also ist lange her, über 70 Jahre. In Bayern gehen die Uhren auch heute manchmal noch ein bisschen anders. Man merkt das ja schon an der Sprache ein bisschen. Bayerisch ist schwierig zu verstehen. In Bayern haben die sich einfach damals anders zusammengetan und haben mehr Schwerpunkte auf das Thema Soziales gelegt, wogegen bei der CDU bei der Gründung vor 70 Jahren mehr der Schwerpunkt auf dem C lag, also dem christlich. Deshalb gibt es diese Unterschiede. In Bayern gab es halt nur Katholiken. Im Rest von Deutschland gibt es Katholiken und Protestanten. Das hat was mit der Kirche zu tun. Was würden Sie auf jeden Fall ändern, wenn die CDU in die Regierung kommt? Naja, im Moment ist eines der wichtigsten Themen für uns das Thema Sicherheit. Sowohl äußere Sicherheit, das heißt das Thema Bundeswehr. Wir würden dafür sorgen, dass es wieder mehr Soldaten gibt. Aber auch das Thema innere Sicherheit. Das heißt, wir werden auch dafür sorgen, dass es wieder mehr Polizei gibt.
Ich glaube, das waren Fehlentwicklungen in den letzten Jahren, dass man sowohl bei der Bundeswehr als auch bei der Polizei Stellen nicht wieder besetzt hat. Und ja, es einfach heute zu wenig Polizisten und zu wenig Soldaten gibt. Und was würden Sie persönlich an der politischen Situation ändern? Ich würde ganz gerne, dass wir wieder mehr miteinander diskutieren in der Politik als immer übereinander. Ich weiß, das ist jetzt blöd, das in einem Medium zu sagen. Wir sitzen ja hier auch gerade im Fernsehen. Aber ich würde eigentlich mir wünschen, dass wir wieder viel mehr miteinander in der Politik diskutieren würden und darum ringen würden, wer hat eigentlich das beste Konzept und die beste Lösung und nicht immer darüber reden, was hat der jetzt gesagt und was hat der jetzt gesagt und was hat die gesagt, sondern miteinander. Und das ist mir so ein Anliegen, aber das ist schwierig, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und wenn man so Facebook, Twitter und all diese Dinge hat, Instagram, da kann man immer so schön ganz schnell was posten. Ja, und dann ist was in der Welt und man hat aber irgendwie nicht miteinander geredet. Und das ist blöd. Und gerade Demokratie, also die Staatsform, in der wir leben, die lebt ja gerade vom Wettstreit der Ideen. Okay. Sind Sie Berufspolitiker oder haben Sie noch einen anderen Job? Nee, ich bin kein Berufspolitiker. Ich muss für meinen Lebensunterhalt noch sorgen. Das heißt, ich mache das ehrenamtlich, sogenannt in meiner Freizeit. Und das bedeutet, normalerweise arbeite ich und ich arbeite am Flughafen Hannover, habe da einen Bürojob und darf mich auch beruflich ein bisschen um das Thema Politik kümmern. Das heißt, ich habe das große Glück, dass ich das, was ich als Hobby mache, auch beruflich zum Teil zumindest machen darf. Okay. Wollten Sie schon immer ein Politiker werden? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich mal ganz ursprünglich Straßenbahnfahrer werden. Mein Opa war bei der Deutschen Bahn und dann wollte ich erst Lokführer werden. Aber dann habe ich gemerkt, nee, Lokführer muss ja ganz durch Deutschland fahren und dann bist du auch abends nicht zu Hause. Und dann habe ich gemerkt, Straßenbahnfahrer. Und das war viele Jahre mein großer Traum. Ja, aber wie das so ist, ich durfte mal vor einigen Jahren eine Straßenbahn fahren. Da hat mir der Chef der Östra das mal ermöglicht. Und das war echt ein tolles Erlebnis. Das freut mich. Warum sind Sie zur CDU gegangen? Ja, CDU ist die Partei, wo die allermeisten Punkte, die ich auch persönlich so denke, bei dem Programm mit meiner persönlichen Meinung übereinstimmen. Ja, das heißt, ich habe mal damals, als ich jung war, geguckt über Junge Union, das ist so die Nachwuchsorganisation, aber ich war auch bei den Grünen, bei den Jungen, ich war bei den Jusos, das sind die von der SPD, und ich war bei den Jungen Liberalen, bei der FDP, und habe da Gespräche geführt. Und am Ende habe ich festgestellt, das mit der Jungen Union war am besten. Und ja, so bin ich dann in die Jungen Union eingetreten und ja, kurz danach dann auch in die CDU. Und das jetzt schon seit einigen Jahren. Okay, und wie lange arbeiten Sie für die CDU? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also meinen Sie jetzt in der Woche wie viele Stunden oder seit wie vielen Jahren? Wie viele Jahren? Boah, das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Okay, und wann und wie ist die CDU entstanden? Die ist noch viel älter als die letzten 30 Jahre. Die CDU ist 1945 entstanden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die schrecklichen Erfahrungen des Nationalsozialismus wollte man ja überwinden. Und da haben sich dann Menschen zusammengetan, die gesagt haben, für sie sind die christlichen Werte wichtig. Und zwar egal, welcher Kirche sie angehören. Das ist ja heute so ein Thema, was gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Aber vor 70 Jahren stand das ganz stark im Vordergrund. Es gab die zwei großen Gruppen, die Katholiken und die Protestanten. Und vor der Nazizeit hatte jede dieser kirchlichen Gruppen eine eigene Partei. Das war natürlich ziemlich blöd, weil dann sind die Nazis unter anderem deswegen mit an die Macht gekommen. Und man wollte diese Konfessions-, also diese kirchlichen Dinge überwinden. Und deswegen hat man ein christliches Menschenbild, an das christliche Menschenbild gedacht und hat dann die CDU gegründet. Übrigens auch schon im Juni 1945 hier in Hannover. Ich habe noch ganz, ganz in meiner Anfangszeit jemanden kennengelernt, der selber Gründungsmitglied war im Juni 1945. Da war ja alles in Schutt und Asche und kaputt. Okay. Und was sind Ihre Aufgaben in der CDU? Ja, ich bin Ratsmitglied und meine Fraktion hat mich zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Und so ein Fraktionsvorsitzender ist so eine Art Chef. Ja, das heißt, wenn sich bei uns in der Fraktion Fragen ergeben und Entscheidungen getroffen werden müssen, ich sage mal so ein Beispiel, wir haben viele Fachpolitiker, wir sitzen jetzt hier auf einer Grünfläche. Das ist nicht bebaut und das ist grün. Jetzt kommt aber irgendjemand auf die Idee in der Stadt und sagt, wir bauen hier vielleicht was hin. Dann gibt es bei uns Umweltpolitiker, die sagen, nö, das bleibt Grünfläche. Dann gibt es Baupolitiker, die sagen, nö, da bauen wir ein Haus hin. Dann gibt es Wirtschaftspolitiker, die sagen, oh, da bauen wir ein Geschäftshaus hin. Oder die Jugendpolitiker sagen, oh, wir brauchen unbedingt eine Kita. Und wenn die sich alle streiten, dann musst du so als Fraktionsvorsitzender vermitteln und eine Meinung bilden und finden und ja, diese Meinung dann auch nach außen vertreten. Das heißt, das ist viel
Rederei mit den Kolleginnen, mit den Kollegen. Und ja, am Ende des Tages bin ich dann auch noch Chef für die hauptamtlichen Mitarbeiter, die uns immer unterstützen. Da gibt es nämlich auch noch ein paar. Und da die ganzen Fragen, ob sie Urlaub haben, wie viel Geld sie verdienen, Arbeitsverträge, all diese Dinge macht so ein Fraktionsvorsitzender. Also das ist schon eine besondere Aufgabe und das macht aber unglaublich viel Spaß, weil man steht natürlich auch sozusagen vorne vor der Fraktion und kann auch einiges mitgestalten. Nicht alles, manchmal würde ich mir wünschen, dass man noch mehr gestalten könnte als Fraktionsvorsitzender, aber Politik ist nun mal Mannschaftssport und nicht einzeln, also kein Tennis, sondern eher Fußball. Okay. Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Unser Fragenpool ist auch so langsam erschöpft. Herr Seidel, wir danken ganz herzlich, dass Sie da waren, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, herzlichen Dank.